So Leute, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Wie weit ist es noch? 5 Minuten zu Fuß. Ich habe ihm schon geschrieben. 5 Minuten Delay. But we are on the way. Weil Delay in Japan ist ja Todesstrafe. Gefühlt, ja. Ich glaube hier rechts. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen mal wieder in Tokio. Wir sind immer noch hier, ja. Gefühlt, wir müssen schon Staatsbürgerschaft ändern, ja, oder wie man das nennt. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Mal jetzt in den Kommentaren auch gesehen, Friseur, und wir sind auf dem Weg. Ich habe einem sehr, sehr krassen Friseur geschrieben, bevor wir nach Osaka sind. Und auf jeden Fall, der hat mir geantwortet, wir sind jetzt wieder zurück. Und jetzt besuchen wir einfach in Tokio einen Friseur und schauen, wie gut oder wie schlecht er schneidet. Viel Spaß in diesem Video. Wir müssen hier rechts, ist ja gleich. Bis jetzt haben wir 2 Minuten Verspätung, also es geht klar. Ist irgendwo im dritten Stock. Adresse und ähnliches werde ich euch alles unten verlinken. Instagram-Seite für alle Leute, die in Tokio sind, sofern der gut ist. Wenn er nicht gut ist, dann empfehle ich den auch nicht weiter. Das wird jetzt eine spannende Sache. Dritter Stock, es kann nur ein hohes Haus sein. Oh, wir sind ziemlich genau davor. Auf jeden Fall der heißt Akina oder sie. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Typ oder eine Frau ist. Dritter Stock. Wenn das jetzt richtig ist, sind wir wirklich Dritter. Wir sind jetzt Zweiter. Sieht nach Musik aus hier, gell? Da ist nichts. Ist da gar nichts? Ja. Ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, dass es eine Frau ist. By the way, das wird auf jeden Fall das erste Mal, wenn ich mir hier die Haare schneiden lasse, dass mir eine Frau die Haare schneidet. Wobei ich aber sicher bin, ist, dass wenn eine Frau richtig gut schneiden kann, dass sie besser schneiden können als Männer, weil Frauen einfach noch ein bisschen besseres Auge haben für Details. Arigato. Both. He's first. Okay. Yeah. Boah, Bruder, es macht einen guten Eindruck, was sagst du? Ja. Ja? Ja. Hi. Ja. Wenn sich verkackt, geht die Frisur auf dich. Ja. Und die nächste auch. Und die nächste auch? Die nächste auch, ja. No, I'm good. Der Laden sieht super, super schön aus. Cool dekoriert mit so Football-Artikeln und sehr, sehr hell. Also wirklich, wenn die auf etwas achten, okay, dann achten die auf gute Beleuchtung, damit die auch wirklich gut Haare schneiden können. Auf der Instagram-Seite von der Dame so gesagt, die macht gute Fades, wirklich, das sind mit einer der besten Fades, die ich je gesehen habe. Wirklich, schaut mal diese ganzen Variationen, die sie hat. Allerlei wirklich coole Haarschnitte. Auch ein paar weirde Haarschnitte dabei, aber das ist halt auch, manche Leute wollen die halt einfach so. Und ich hoffe, dass bei Lukas einfach ein guter Haarschnitt rauskommt. Weil Lukas macht das immer ein bisschen zu meiner Aufgabe, diesen Haarschnitt rauszusuchen, weil er hat ja schon dieses ganze Restaurant-Game und Essenssuchen-Game im Griff. I'd like to grow my hair a little bit out. Just taper fade? Yeah, just taper fade. Okay. And yeah, that's it, taper fade. And on top nothing. Oh, okay. Wie schon alle mitbekommen habt, Lukas und ich waren eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr beim Friseur. Bei Lukas sieht es noch immer fresh aus, meiner Meinung nach, weil der Bart sich mit den Haaren verbindet. Aber ich habe halt Bart wie so ein Vierjähriger. Und die Frau wusste jetzt schon mal, was ein Taper Fade ist. Die Frage ist halt, soll ich hier oben auch irgendwas machen? Du musst die Linie machen lassen und so. Lass wachsen, ja. Bruder, vertrau mir. Wird gut aussehen. Soll ich euch halt wieder den Randy Nummer 1 Geheimtipp geben, wenn jetzt ein Friseur geht? Randy's Spezialte, nehmt dein Bild mit. Rub it. How are you? I'm bended. Bend over. Bruder, das musst du mal filmen hier auch, ja? Ach so. Das ist es schon wieder, gell? Die machen einfach ein paar Sachen wieder besser. Also man sieht da auf jeden Fall, er hat um seinen Hals etwas, dass da wirklich kein einziges Haar reinfallen kann. Auf jeden Fall hier noch so 2 Ständer, damit wirklich die Haare gar nicht auf die Schuhe fallen können, weil das ist eine Sache, die nervt mich auch ziemlich. Was ich auch geil finde, es kommt ein bisschen Luft rein. So kennst du das, wenn es dich komplett abdeckt und da vor allem im Sommer geschwitzt wie so ein unter diesem Zelt. Das wird vielleicht zensiert, ja? Ja, genau. So ist so eine leicht kleine Klimaanlage auf jeden Fall integriert. Ja, ich weiß, ich bin der nervige Typ, der immer um den Friseur rumsteht mit der Kamera, aber ich muss sagen, dieser Fade im Nacken, die hat erst 2 Stufen gefadet, sieht jetzt schon geistkrank aus und die ist noch lange nicht fertig. Und das ist das, was ich meine. Frauen sind präziser, Leute, ich sag's euch. Die werden sehr happy hier rausgehen. Ja. Hast du auch das Gefühl? Auch, ja. Ich habe auch volles Vertrauen. So. Ich habe gar nicht den Drang, dir irgendwie zu sagen, mach mal ein Bild oder schau mal, wie es aussieht. Ja. Ich bin auch gerade, muss ich ehrlich sagen, so sehr, sehr beeindruckt.
Und es bestätigt nur wieder, dass die Leute in Japan einfach, egal was sie machen, also was sie machen es einfach, wenn richtig. Schon fett aus, Alter. Ja, ja. Es wird auch bei dir böse gut aussehen. Wie sagt man? No homo. No homo, no homophobic. Aber du hast ihr geschrieben, war das ihr Account auf Instagram? Ihr privater Account. Wo hast du sie gefunden? Ich habe eingegeben, Friseur Japan und hab geschaut, okay. Oder Tokio. Ihr Instagram-Account, ich habe ihn dir gezeigt, sieht doch cool aus, so. Die hat krasse Haarschnitte drin. Ich bin auch davon überzeugt, dass Frauen einen Schnitt mehr drauf haben würden und haben auch. Das ist halt die beste Linie, die je in meinem Kopf gezogen wurde. Ohne dass ich das jetzt unnötig hypen möchte oder sagen möchte, boah, wir haben so einen krassen Friseur gefunden, das ist der Haarschnitt gerade, ich sag's euch ehrlich. Seine Haare sehen gerade perfekt aus. Natürlich, Lukas ist ein bisschen der Schönere, aber das ist okay. Und jeder von euch kennt sicher dieses Gefühl, wenn man so leicht grinsen muss. Wenn ich Lukas anschaue, er ist richtig happy gerade. Das ist auf jeden Fall ein Grund, nach Japan zu ziehen, ich sag euch, wie es ist. Wir werden gleich nochmal ein bisschen Guinea. Neuguinea. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall einer der besten Haarschnitte meines Lebens. Und jetzt ist Renny G dran. Was ich auch ganz ehrlich sagen muss, aktuell sind es die schlimmsten Haare, die ich habe. Ich bin ein bisschen nervös, aber nicht in der Hinsicht, sondern ich bin excited. The idea is something like this, but not so high. Okay. More like this one, but a little bit lower. Ich weiß, dass es nicht das beste Model ist, aber es geht nur um den Haarschnitt, okay Leute. And the back, we make it, I think straight is better. Or straight. Straight, yeah, at the back, maybe one very short fade, very short. Das fühlt sich an wie so eine Ritterrüstung auch, dieses Teil, gell? Ja, aber das ist jetzt nur zum Waschen. Ah, okay. Das okay. Ist das, was für Wasser ist. Jetzt pass auf, diese Wasch-Experience ist auch eine ganz andere Nummer. Ich bin vorhin hochgekommen aus dem Wasser. Schon sehr nice, alles ist trocken, aber genau hier und hier sind noch Tropfen in meinen Ohren. Eine Sekunde später, sie macht so. Für dich habe ich schon mal den besten Friseur rausgesucht. Das musst du bestätigen. Ja, es ist der beste Haarschnitt, den ich jemals hatte wahrscheinlich. Und ich bin dafür verantwortlich. Jetzt mach bitte bei mir gleiche Haarschnitt. Bitte. Es ist der Moment, ein Like und einen Kommentar dazulassen für den Haarschnitt von Lukas. Und wenn meiner fertig ist, schreibt ihr nochmal einen Kommentar. 1 bis 10. Moschatel. Ey, sie hat auch die perfekte Wassertemperatur. Hinten verlierst du halt schon langsam Haare, Alter. Was redest du? Wo meinst du? Ja, oben hinten. Ach, red kein Schmarrn, Alter. 12 Sekunden später. Tu ich echt, oder was? Nein. Das ist nur so ein speziell feuchtes Tuch, das kommt, bevor das richtige Handtuch kommt. So geil. Es fühlt sich auch alles so angenehm warm an. Nichts Kaltes hat mich bis jetzt berührt. Okay. Ey, ich schwör. Kannst du dich erinnern, wie Mama früher einen gewaschen hat? Die hat mich besser gewaschen als meine Mutter, ich sag ehrlich, Bruder. Wenn ihr in Tokio seid, lasst euch von ihr die Haare schneiden. Alle weiblichen Friseure, die dieses Video sehen, meldet euch bei mir. Einfach, weil ihr besser Haare schneiden könnt als Männer. Ich sag so, wie es ist. If I come up and I fall off, that's on me. If I fall and I sell out, that's weak. That's why I take my time. Before I make my mind up. And I do this like 7 days of the week. Bis jetzt, Freunde, ich habe so geiles Gefühl. Sie schneidet wirklich sehr, sehr genau, sehr, sehr präzise. Und sie nimmt sich auch Zeit. Bei Lukas hat sie eine Stunde geschnitten. Ich sag mal so, andere Friseure könnten so einen Haarschnitt auch in einer halben Stunde machen. Aber dann sieht er halt einfach nicht so aus, wie er jetzt bei Lukas aussieht. Sie arbeitet auch ziemlich präzise, gell? We ate ramen, we ate tsukemen, sushi, we been to Kobe. We been in 20 countries this year. 20. Yes. We've been... Because Corona. Oh, of course, a little bit. A little bit. Yeah. So sieht auf jeden Fall schon mal die rechte Seite aus, Leute. Ich sehe es noch nicht. Aber ihr könnt ja schon mal schauen, so ein bisschen. Sneak peek. Ich habe für euch die Adresse gefunden. Dankt mir später. Sehr geil, danke. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin, die so Haare schneiden kann. Direkt drin gehen, direkt. Also erstmal auch die Stühle sind richtig gemütlich und geil. Kann man auch einmal komplett zurückstellen. Gut, dass das jetzt nicht super innovativ ist, aber trotzdem sehr, sehr coole Stühle. Und du meinst doch gerade, dass du einfach null schwitzt unter diesem... Ja, ja, ja. Mein Rücken ist komplett trocken. Es ist nicht unangenehm warm, weil dieses Teil hier angehoben ist. Das heißt, kann ganze Zeit frische Luft runter. Und vielleicht auch super Quality, dass es halt so etwas atmungsaktiv ist. Stimmt. Und auch dieses Magnetband um deinen Hals ist auch nochmal so angenehmer wie dieses rügende Tingling-Ting-Ting. Nee. Was dir die... Weißt du, kommst dir nicht vor wie bei einer OP irgendwie. Was jetzt noch ein spannender Teil wird, da springen wir auch gleich hin,
wie sie die Outlinings macht. Die hat sie bei dir sehr, sehr wild gemacht. Und bis jetzt war ich noch nie in meinem ganzen Leben komplett zufrieden mit Outlining. Außer bei meinem Friseur in München. Ich denke, sie könnte da nochmal eine Schippe drauflegen und die richtig krass machen. Weil Lukas sieht aktuell aus mit den Lines wie 50 Cent, nur besser. Ah. Sorry, 50, falls du das Video schaust. No front. Wie kann das sein, dass sie nicht mal meine Sprache spricht und besser weiß, was ich will, wie jeder Friseur, der meine Sprache spricht? Der fühlt sich an, als würde man leicht Tattoo kriegen, gell? Zwickt ein bisschen. Oh, zwickt mich nur ein bisschen an, wenn man nachkriegt. Frage ist jetzt nur, ob der scharf oder stumpf ist. Der ist sehr scharf. Heute ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Erstmal stoßen wir an auf diese junge Dame hier. Sie hat sehr, sehr krass geschnitten. You made a great job. Thank you. Thank you. 10 out of 10 for both of us. Thank you. Also ich weiß nicht, ob es hier irgendwas zu meckern gibt, aber ich bin zumindest zu 100% zufrieden. Lukas hat auch keine Fehler bei mir gefunden. Ich finde, dein Haarschnitt würde jetzt halt noch symmetrischer aussehen, wenn Gel drin wäre. So, das ist ja, halt hier so ein bisschen struppig, so, aber das rechnet das man obere, jetzt nicht mehr. Eieiei, also Bruder, einfach perfekt geschnitten. Von hinten, es sieht aus wie ein Sportwagen. Wie ein Ferrari. Ja, Freunde, auf jeden Fall ist es unten alles verlinkt. Ich werde die Insta verlinken, ich werde den Friseurladen verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, liebe Grüße aus Tokio und bis zum nächsten Mal. Peace. Immer wenn man fertig ist mit Haare schneiden, bekommt man noch so einen Orange Juice. Der, by the way, sehr, sehr gut schmeckt. Kuss geht raus auf jeden Fall. Ich bin so glücklich wie lange nicht mehr.